Tag Leute, was geht ab? Hier ist Tim und willkommen zu einem neuen Video und willkommen zu The Joy of Creation Reborn. Ich spiele das jetzt einfach mal und nehme dabei meine Stimme auf. Klingt logisch. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit Freddy. Ich kann euch jetzt übrigens gleich sagen, dass ich wahrscheinlich nicht allzu viel reden werde, so wie es wahrscheinlich die meisten YouTuber tun. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich keinen Plan habe, was ich überhaupt sagen soll. Sagen wir einfach, ich rede, wenn es nötig ist. So, und an alle die, die nicht wissen, was ich hier spiele, das ist The Joy of Creation Reborn. Das ist ein FNAF-Fangame, wo man hier durch die Häuser läuft, also durch das Haus läuft und man hier Gegenstände einsammeln muss. Und dabei läuft hier halt so ein Animatronic rum, das ist so ein Robotertier oder so. Ja, der Freddy, und von denen darf ich mich nicht erwischen lassen, ganz einfach. Und Ziel des Spiels ist es hier halt, die ganzen Gegenstände zu sammeln, bevor die Zeit abläuft. Und wenn das jetzt so weiter so gut läuft, dann denke ich, haben wir das geschafft, bevor... Ja, wenn Freddy sich weiter so dumm stellt, dann schaffe ich das hier beim ersten Versuch gleich. Ah, nee. Zeit ist abgelaufen. Ja, also das ist The Joy of Creation, für die, die es nicht kennen. Man ist in einem dunklen Haus, hier ist ein Animatronic, ich bin ein Typ mit einer Taschenlampe. Und muss aus irgendeinem bescheuerten Grund Items einsammeln. Warum, weiß ich nicht, aber ich muss es tun, ansonsten schaffe ich das Level nicht. Jetzt verfolgt er mich auch schon wieder. So, eins fehlt mir noch. Und ich wette, das finde ich jetzt wieder nicht. Nach 10 Sekunden. So, das erste Level hätten wir dann. Also ich weiß jetzt nicht, wie es ihr seht, aber ich finde, das ging gerade ein bisschen zu schnell. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, mache ich den Bonnie-Modus auch gleich. Ja, also hier gibt es verschiedene Level mit verschiedenen Animatronics. Ich habe gerade den Freddy-Mode gemacht, dann gibt es noch den Bonnie-Mode, Chica, Foxy. Zwischen Freddy und Bonnie ist nicht ein allzu großer Unterschied. Der einzige Unterschied ist, dass Bonnie ein kleines bisschen schneller läuft als Freddy und wenn er dich verfolgt, auch schneller rennt. Und das einzige andere ist halt die Map. Ansonsten gibt es da jetzt nicht viel zu sagen. Ist dasselbe Verhaltensmuster, er läuft einfach so durch die Gegend rum. Bei Chica und Foxy wird es nachher noch ein bisschen komplizierter. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Ja, und ich spiele das Spiel auch schon eine Weile. Das heißt, ich weiß hier immer so ungefähr auswendig, wo welches Item, also wo welcher Gegenstand auftauchen könnte. Deswegen ist das für mich gar nicht mehr so schwierig. Ja, ich merke schon, Bonnie verfolgt mich bereits. Ich merke schon, die Runde schaffe ich nicht. Sechs Sekunden. Okay, das war's denn.
wie der mir einfach mal einen auf die Fresse haut. So, das war's dann auch schon mit dem Bonnie-Mode. Also, jetzt hätte ich ehrlich gesagt gedacht, dass ich hier schon ein bisschen länger brauche. Ich hatte zwar gesagt, ich kenne die Maps hier so in etwa auswendig und auch wo die ganzen Items spawnen und so, aber ganz ehrlich, in der zweiten Runde, also so schnell war ich dann auch noch nie. Besonders weil ich hier gerade merke, dass Bonnie irgendwie zu dumm ist, mich zu jagen. Sonst klebt er mir immer am Arsch, verfolgt mich und erwischt mich. Aber es scheint diesmal nicht so zu sein. Da ist er doch. Ja, ging schneller als erwartet. Okay, Leute, also den Chica-Modus habe ich noch nie geschafft. Deswegen sage ich jetzt einfach, heben wir uns das bis zum Schluss aus auf. Ich versuche jetzt den Foxy-Mode, auch wenn ich mir nicht sicher bin, dass ich den jetzt schaffen werde. Aber ich probiere es, weil auch wenn ich damals eine halbe Ewigkeit gebraucht habe, ich habe ihn damals geschafft. Und ich werde jetzt mal sagen, versuchen wir es mal zwei, dreimal, ansonsten. Ja, probieren wir es später nochmal. So, und im Gegensatz zu Freddy und Bonnie hat Foxy ein etwas anderes Verhalten als die anderen Animatronics. Genauso wie Chica, aber da kommen wir noch später zu. Also, ich erkläre euch erstmal das Verhaltensmuster von Foxy, bevor wir hier loslegen. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich immer direkt zum Start ins Pause-Menü gehe. Ich weiß nicht, dieses Spiel hat irgendeinen Fehler, dass die Maus nicht greift. Es sei denn, ich gehe ins Pause-Menü, drücke auf OK und dann kann ich meine Maus plötzlich bewegen. So, und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, und zwar, Foxy verfolgt uns einfach instant. Und zwar die ganze Zeit. Und hat dabei ein spezielles Verhaltensmuster, und zwar, wartet. Na, wird's heute noch was? Da. Irgendwann leuchten seine Augen und er verfolgt uns richtig schnell, und in diesem Moment müssen wir ihn anleuchten. Ja, das hört sich natürlich nicht so schwer an. Allerdings ist es so, dass er uns ja halt auch so permanent verfolgt. Und in dem Moment, wo wir gerade losrennen und hier die ganzen Items suchen, könnte es passieren, dass wir ihn anleuchten, während er nicht gerade auf uns losrennt. Und während er gerade so dasteht, ohne auf uns loszurennen, passiert Folgendes, wenn wir ihn anleuchten. Ja. Und das ist dann halt so die Schwierigkeit. Also nur anleuchten, wenn er. Wie sich das anhört? Nur anleuchten, wenn er leuchtet. Also nur anleuchten, wenn seine Augen leuchten. Ja. Zum Glück kann man auch gut hören, wann er dich verfolgt. Jetzt stecke ich ja fest, was geht ab? Hallo? Ich stecke hier fest, Leute. Hallo. Ja, wichtig ist, dass man hier gut hinhört. Darum rede ich auch nicht so viel.
Aber ich finde auch irgendwie kein Item, merke ich gerade. Okay, das war knapp. Aber ich sehe, die Zeit ist fast um. Scheiß drauf. Ja, ihr habt's gemerkt, auf dem Dachboden weiß ich so gut wie gar nicht, wo diese ganzen Items spawnen. Oh mein Gott! Nein! Ich könnte schwören, ich habe ihn rennen hören, aber nein, war nicht so. Boah, ey. Ich hoffe übrigens, ihr könnt in diesem Video was sehen, ne? Also ich sehe hier nämlich was. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Und renne ohne Taschenlampe rum. Weil damit ich ihn nicht versehentlich anleuchte. Ich finde schon wieder die Items nicht. Scheiße! Ja, das war ein Versehen. Nein! Ob wir das halt noch schaffen, weiß ich nicht. Mir war auch so, als hätte ich gesagt, wir versuchen das halt ein, zwei Mal, aber ich weiß schon gar nicht mehr, der wievielte Versuch das ist. Und jetzt habe ich ihn nicht kommen hören. Beziehungsweise habe ich ihn zu spät kommen hören. Ich sag jetzt erstmal gar nichts. Vielleicht schaffe ich es ja dann. Einigermaßen. Jetzt bin ich in der Sackgasse.
Los, hol uns. Ich weiß nicht wieso, aber ich stelle mich hier total dumm an. Jetzt hänge ich hier wieder fest, ey. Ja, sowas kommt von sowas. Na? Natürlich haben wir es nicht an ihnen vorbei geschafft. Ah, scheiße, die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Ein Versuch mache ich noch, okay? Dann hören wir auf für heute. WTF? Ey, noch zwei Items, Leute. Es wäre so nice, wenn wir das jetzt hier einfach mal so schaffen. Ja, nicht. Ja, nicht. Ja, nicht. Okay, läuft. Ja, ich kann mich ja jetzt so jumpscaren lassen, ist ja auch nicht mehr so schlimm. Alles klar. 20 Minuten sind jetzt gerade vergangen, so ungefähr. Ich hab's mal eben geschafft, 3 von 4 Animatronics zu besiegen. So, aber den Chica-Mode, den machen wir beim nächsten Mal, okay? Den machen wir nicht heute. Weil die Chica-Map ist so groß, dass... Dauert eine Ewigkeit und ich habe es noch nie geschafft, da alles zu sammeln. Zeit hat man da genug. Chica ist definitiv leicht abzuwehren. Aber die Items zu finden ist saumäßig schwer. Deswegen sage ich, wir machen das beim nächsten Mal. Ja, und bis dahin. Ciao.